Musik wird hier überall gerne gehört. So auch auf der Jausenstation auf der Alpe Gafluna, ein gern besuchtes Ausflugsziel. Hier wird unter anderem auch der preisgekrönte Montafoner Sauerkäse hergestellt und verkauft. Was der Gast hier kauft und genießt, wird sorgfältig in alter Tradition und neuem Wissen hergestellt. Am Ende des Sommers findet der sehenswerte Almabtrieb statt. Nur wenn in der laufenden Saison kein Unglück geschehen ist, werden die Tiere prachtvoll geschmückt ins Tal hinabgetrieben. Dieses Spektakel ist dann auch immer mit einem kleinen Fest verbunden. Komm, komm, zahlen, zahlen. Natürlich birgt eine Region wie das Silbertal unzählige Legenden und Geschichten. Hotelbesitzer Peter Netzer ist neben Hotelier auch noch passionierter Theaterintendant. Meine Frau ist hochschwanger und mein Name ist Elias Salzer. Dina nennt mich einfach nur Elias. Salzer? Ja, gefällt dir wohl nicht mein Alle Name, zwei was? Jahre entsteht aus seiner Feder ein einmaliges Theaterstück, welches in einer aufwendig gestalteten Kulisse unter freiem Himmel aufgeführt wird. Visuelle und auditive Effekte verzaubern jedes Mal aufs Neue bis zu 500 Besucher von nah und fern. Mit einer solchen Besucherzahl je Aufführung zeichnet sich das Silbertal durch einen weiteren Superlativ aus, den der größten und zweifellos auch am liebevollsten arrangierten Freilichtbühne Europas. Euch gegenseitig eines gesitteten, wohlanständigen Benehmens zu befleißigen. Wer solch Gebot nicht achtet, seinen Nachbarn bei Bisch stosset und bedrängt, ihm saftige Stücklein wegstiebitzet und seinen Wein aussupfet, wer seines Nachbarn Gewand bespritzet oder sonst wie ruiniert, ein solcher Tischgesell soll Gabel und Humpen verwirket haben.